Willkommen in Biomutant. Ich war eben gerade in der Ziegelstadt und nun soll ich eigentlich irgendwo anders hin, aber ich werde jetzt erstmal zur Subnautica-Station gehen, beziehungsweise ich stehe schon davor. Die ist nämlich gar nicht so weit von der Ziegelstadt, nämlich nur ein Katzensprung, wenn man so möchte. Ja, und hier bin ich auch schon, stehe vor dem Eingang. Und ich laufe jetzt mal rein. Und warum tue ich das? Denn ich brauche auf jeden Fall ein Wasserfahrzeug. Denn wie du vielleicht auch mitbekommen haben wirst, ist hier überall Wasser in der Welt von Biomutant. Und dieses Teil, was wir hier spielen, dieses flauschige Etwas hier, hat ein Problem mit Wasser. Also es kann einfach nicht gut schwimmen. Und im Endresultat wird aus Wasser eine ziemlich unüberwindbare Hürde, zumindest wenn wir das jetzt nicht gerade überspringen können oder mit unseren schwachen Schwimmfähigkeiten doch noch irgendwie das andere Ufer erreichen. Und deshalb brauchen wir auf jeden Fall ein Wasserfahrzeug. Aber das Spiel führt uns ganz woanders hin. Das ist nicht weiter schlimm. Wir können uns eben komplett anders entscheiden und den Spielablauf ein bisschen ummodeln. So, erstmal nehme ich das hier. Das ist nämlich der Schnellreisepunkt Subnautica Station. Und ja, hier sind wir und da ist der Typ, mit dem wir sprechen wollen. Da vorne ist er. Das ist Glibbo. So, wenn wir mit dem reden, bekommen wir eine neue Mission und zwar nennt sie sich Metallschrott. Und wenn wir diese Mission machen, dann bekommen wir auf jeden Fall das Teil. Wir machen die Mission jetzt mal zusammen, damit du weißt, was auf dich zukommt. Mein kleines Kerlchen hier hat auf jeden Fall Level 4, ist also ganz am Anfang. Insofern siehst du, wie gut das hier gleich klappen wird. Hier haben wir es jetzt mit zwei Ratten zu tun. Die sind Level 7. Man muss hier ein bisschen aufpassen, aber in der Regel sollten die einfach zu legen sein. Nach dem Kampf müssen wir einmal durch die Wand hier. Die durchbrechen wir mit der Klonfaust. Die bekommen wir in der Ziegelstadt. Falls du die noch nicht hast, dann mach die ursprüngliche Mission einfach so lange weiter, bis du sie bekommst und kehr dann hierhin zurück. Dann geht's nämlich weiter. Nach dem Durchbruch geht's zu diesem Leiterplattenrätsel. Das ist aber recht einfach. Man muss halt nur schauen, dass man alle grünen Leuchten aktiviert bekommt. Jetzt kommen wir zu einem Huggel und der ist schon ein bisschen heftiger. Hier hilft auf jeden Fall auf Distanz zu feuern und sich von dem fernzuhalten. Also immer schön um den herum sich drehen, Fernkampf nutzen und dann immer so weitermachen. Und wenn er dich trifft, dann lieber einmal zu viel als zu wenig heilen, damit du hier nicht ins Gras bzw. in den Dreck beißt. Und da haben wir ihn gelegt. Der ist aber nicht der letzte, denn es kommt jetzt noch ein Miniboss samt seinen Anhang und vor allem diesen Turret hier. Den sollte man auf jeden Fall als erstes quitt machen und sich dann am besten erstmal um die Kleinen kümmern und zum Schluss den Großen erledigen. Sobald wir den dann gelegt haben, steht uns nichts mehr im Weg. Wir können uns an die Kiste machen und dann zu Glibbo zurückkehren. So, Stufe 5 habe ich bekommen, aber das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, hier haben wir den Jetski. Ja, und jetzt können wir hier auf dem Wasser unterwegs sein. Und für uns ist jetzt Wasser erstmal kein Problem mehr. Man muss allerdings aufpassen, es gibt gewisse Strömungsbereiche. Da können wir mit der Standardversion jetzt noch nicht hin. Da müssen wir unseren Motor noch ein bisschen optimieren. Aber wir können jetzt einfach von einem Ufer zum anderen, ohne dass wir irgendwie ein Problem haben. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn dem so ist, lass einen Daumen nach oben da. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal in der Welt von Biomutant.